Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation des Pentatab 9, dem neuesten Mitglied unserer Pentatab-Familie. Das Tablet ist mit 8,9 Zoll so in der Mitte zwischen unserem Pentatab 7 und unserem Pentatab 10. Aber es bietet eigentlich alle Möglichkeiten, die unser Pentatab 10 auch bietet, nur mit einer kleineren Bildschirmdiagonalen. Die Auflösung ist auch identisch mit 1280x800 Pixeln. Verbaut ist ein IPS-Panel, das heißt, die Blickwinkelunabhängigkeit ist gegeben. Ich kann sehr gut von der Seite hier drauf schauen. Und installiert ist das neueste Windows 10. Das heißt, das möchte ich auch gleich nochmal in Aktion zeigen, wie das neue Windows 10 sich auf dem Tablet verhält. Mit gerade mal 500 Gramm ist das Tablet auch sehr leicht. Ich kann es wirklich längere Zeit in der Hand halten, auf dem Sofa surfen oder sonstige Sachen damit machen. Also wirklich für den Tablet-Betrieb wunderbar geeignet. Drin steckt wirklich, wie gesagt, schon die bewährte Technik vom Pentatab 10. Das heißt, ein Intel Quad-Core-Prozessor mit 1833 MHz, der Intel HD-Grafik, 2 GB RAM, einem 32 GB eMMC-Speicher, das ist ein Flash-Speicher, ähnlich wie einer SSD-Festplatte. Dort sind noch 17 GB frei, das heißt, der Rest wird von der Windows-Installation belegt und dem Recovery, damit halt das Tablet auch zurückgesetzt werden kann, sollte mal irgendetwas schief gehen. Und ja, erweitern kann ich diesen Speicherplatz über eine Micro-SD-Karte. Das heißt, es gibt einen Micro-SD-Kartenreader in dem Tablet. Aktuell gibt es Micro-SD-Karten bis 200 GB und um diesen Speicherplatz kann ich das Tablet tatsächlich dann damit auch erweitern. Sollte es später einmal größere Karten geben, kann ich auch diese hier problemlos einsetzen. Ja. Neben WLAN und Bluetooth, was dieses Tablet halt Wireless-Verbindungen aufbauen lässt, hat es auch physikalische Verbindungen, die finden sich hier an der Seite. Je nachdem, wie ich das Tablet halte, dann auf der linken Seite bzw. oben. Also ich kann es auch wirklich im vertikalen Modus betreiben. Häufig ist aber eher der horizontale Modus. Und hier finden sich dann die Anschlüsse. Das hier ist die Windows-Taste, das heißt, darüber komme ich immer wieder zurück zu dem Startscreen. Der Micro-SD-Kartenreader, der Kopfhörerausgang, darüber kann ich wirklich dann Kopfhörer anschließen und Musik hören. Ein Micro-HDMI-Port, über den kann ich die Verbindung zum Fernseher aufbauen. Der Micro-USB-Port, der auch gleichzeitig als Ladeport dient, das heißt, ich kann dort Geräte anschließen oder halt das Tablet drüber laden. Und ein USB 2.0-Port, wo ich direkt USB-Sticks oder USB-Geräte anschließen kann. Für den Micro-USB gäbe es einen Adapter, um dort auch Geräte anzuschließen, aber hier kann ich das direkt tun ohne Adapter. Hier unten sehe ich noch den Lautsprecher, das heißt, ein Lautsprecher ist in dem Gerät verbaut. An der Seite finde ich den Ein- und Ausschalter sowie die Lautstärkeregelung und an der Unterseite befindet sich ein Pogo-Pin. Das heißt, darüber kann ich eine Tastatur anschließen mit einem Pogo-Pin-Anschluss und kann dieses Tablet dann auch als Notebook benutzen. Das zeige ich später noch einmal. Kommen wir nun aber erstmal zur Demonstration von Windows 10, wie das jetzt alles im Tablet-Modus und Desktop-Modus funktioniert. So, hier sehen wir jetzt das Pentatab 9 in Aktion. Windows 10 ist gestartet und zwar im Tablet-Modus. Es gibt den Tablet-Modus, es gibt den Desktop-Modus. Der Tablet-Modus ist bildschirmfüllend, das heißt, wir sehen halt dieses Startmenü jetzt auch über den kompletten Bildschirm und auch Apps, die ich starte, also zum Beispiel ja, die Mail-App, startet auch komplett bildschirmfüllend. Das heißt, keinerlei Fenster sind zu sehen, keinerlei Navigationen dafür. Trotzdem kann ich hier oben natürlich das X wieder einblenden zum Schließen. Wechsle ich jetzt in den Desktop-Modus, das heißt hier den Tablet-Modus ausschalten, sehe ich, aha, das Startmenü wird über den Desktop gelegt, also nicht mehr bildschirmfüllend. Und auch wenn ich eine App starte, geschieht das jetzt im Fenster. Das heißt, so wie ich es im Desktop-Betrieb kenne, mit Maus und Tastatur macht das auch alles Sinn, im Fingerbetrieb so semi. Mal macht Sinn, mal nicht. Gut. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, Tablet, wo nutze ich das häufig? Also wenn ich unterwegs bin, nutze ich mein Tablet im Normalfall immer zum Videoschauen. Dazu öffne ich jetzt mal den Explorer im Desktop-Modus. Und ich habe eine Speicherkarte in das Tablet eingesteckt, eine 200 GB Micro-SD-Karte.
auf die ich jetzt ein Video gespeichert habe. Hier sieht man jetzt ein Full HD Video. Ich gehe mal hier in die Eigenschaften, in die Details. Dann sehe ich hier 1920x1080 Pixel und das Ganze bei 60 Bildern pro Sekunde. Das heißt also deutlich mehr als das, was man sonst so von Blu-rays oder YouTube gewohnt ist. Also 60 Bilder pro Sekunde ist schon eine Menge Holz. Und dann kann ich dieses Video einfach starten, in den Vollbildmodus gehen und habe dann eine Wiedergabe des Videos ohne Ruckler, ohne Zuckler. Obwohl das Tablet keine Full-HD-Auflösung hat, kann ich hier trotzdem ein Full-HD-Video drauf schauen. Das wird dann natürlich skaliert. Hat aber den Vorteil, also die Leistungsfähigkeit des Tablets reicht aus, um Full-HD-Videos wiederzugeben. Das heißt, ich könnte per HDMI-Ausgang oder per Miracast problemlos auch dieses Video auf einen TV bringen, der Full-HD hat, sodass ich da keinerlei Einbußen in der Qualität der Auflösung habe und das Tablet einfach als Zuspieler nutzen kann. So, ich beende das hier mal. Das ist jetzt zwar ganz schön, also unterwegs habe ich jetzt mein Video geschaut. Viel interessanter ist jetzt aber, das Ganze dann wirklich auch auf einen Fernseher zu bringen, das heißt, das Tablet als Zuspieler zu nutzen. Und das möchte ich jetzt mal demonstrieren. Also wir bauen jetzt eine Verbindung per Miracast, also ohne Kabel, zum Fernseher auf und können darauf dann das Video wiedergeben. Dazu bauen wir jetzt einmal kurz um. In der nächsten Szene sehen wir uns gleich wieder. Um nun das Video auf dem Fernseher wiederzugeben, haben wir den Fernseher mit dem Wireless Display Adapter von Microsoft ausgestattet. Das Bild sehen wir jetzt hier schon. Das heißt, er gibt schon ein Signal an den Fernseher und wartet jetzt auf eine Verbindung von irgendeinem Gerät. In diesem Fall nun von dem Tablet. Das kann ich nun ganz einfach realisieren, indem ich hier das Infocenter öffne, indem ich von rechts nach links einmal in den Bildschirm reinwische und dann auf das Verbinden-Symbol klicke und dann auf den Microsoft Display Adapter 7C. Den zeigt er mir hier an und schon sehe ich, okay, er verbindet sich jetzt mit dem Pentatab 9. Und dann habe ich eine Doublette des Bildschirms hier auf dem Fernseher. Ja, das funktioniert auch soweit wunderbar. Das Einzige, was ich jetzt hier habe, sind zwei schwarze Ränder an den Seiten. Das liegt daran, dass das Seitenverhältnis des Tablets nicht dem entspricht, was der Fernseher hier hat. Das heißt, hat man das im selben Seitenverhältnis, dann sind auch diese schwarzen Ränder weg. Und nun kann ich hier halt ganz normal das bedienen. Ich sehe immer die Doublette hier auf dem Fernseher, kann das Video von vorhin noch einmal starten und kann dann das Video so auf dem Fernseher genießen, wie ich das dann auch gerne zu Hause machen kann und das Tablet als Zuspieler benutze. Und man sieht, das Signal wird problemlos übertragen, auch der Ton. Das heißt, ich kann wirklich alles darüber machen. Theoretisch ist es auch denkbar, einen Monitor zu nehmen, an den ich das per Miracast übertrage, oder einen Beamer. In einer Konferenzraumsituation denkbar, dass ich dann einfach das Tablet nehme, um eine Präsentation zu halten und das Signal an den Beamer weitergebe. Über Miracast. Ja, kommen wir nun zum produktiven Einsatz des Pentatab 9. Neben den Entertainment-Fähigkeiten des Pentatab 9 kann ich das Tablet auch wunderbar produktiv einsetzen. Hier sehen wir das Ganze einmal in seine Schutzhülle eingepackt. Kann hier so aufklappen, das Ganze hält so magnetisch. Kann das Ganze hier hinten noch so zusammenklappen und tada, ein Netbook. Das heißt also, in dieser Schutzhülle ist die Tastatur und ein Touchpad integriert. Das Ganze hält über einen Magnetverschluss, über den Pogo-Pin hier unten am Tablet. Und das Ganze rastet auch wieder über den Magneten ganz problemlos ein. Das heißt, ich muss hier keine Schalter drücken, wippen oder irgendwas betätigen. Ja, und habe dann sofort das Ding in ein Produktiv-Tablet-Netbook umgewandelt. Als App finde ich hier natürlich für den produktiven Einsatz die Mail-App, genauso Word, PowerPoint, Excel und OneNote. Ich starte jetzt einmal OneNote. So, und kann hier einen neuen Notizzettel anlegen. Kann hier einen Titel vergeben und kann dann hier losschreiben. Kann aber auch hier drin zeichnen. Das heißt, ich kann hier den Stift aktivieren, kann jetzt entweder mit meinem Finger malen, das geht aber eher so semi. Eigentlich ist man ja gewohnt, tatsächlich mit einem Stift
zu arbeiten. Und hier habe ich mal so einen Tablet-Stift, den wir auch als Zubehör anbieten. Und es geht dann schon gleich irgendwie viel besser, weil ich da deutlich mehr Gefühl drin habe. Ja, das kann ich dafür nutzen. Ich kann aber genauso gut auch Notizen handschriftlich machen, die sofort digitalisiert werden. Das kann ich hier mit dieser Stifteingabe machen und kann hier jetzt das zum Digitalisieren meiner Handschrift benutzen. Und siehe da, das Ganze ist jetzt hier eingefügt. Und jetzt geht mir hier der Platz aus. Aber so kann ich auf jeden Fall meine Handschrift einigermaßen gut digitalisieren. Das Ganze mit wirklich so einem einfachen Gerät wie diesem kleinen Stift. Für den weiteren produktiven Einsatz ist es natürlich auch ganz hilfreich, Word, Excel und PowerPoint zu nutzen. Diese Apps hier drauf kann man wirklich nur zum Editieren benutzen, wenn man einen Office 365 Account hat. Ansonsten arbeiten diese Word, PowerPoint und Excel Apps wirklich nur als Betrachter von Dateien. Das heißt, es kann für PowerPoint hilfreich sein, wenn ich das Tablet zum Präsentieren mitnehme, aber ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Microsoft bietet aber online unter der URL office.live.com Online-Versionen ihrer Applikationen an. Das heißt, Word, PowerPoint, Excel sind hier kostenlos nutzbar. Ich kann jetzt hier mal Excel nutzen. Kann ich mich mit dem Microsoft-Account anmelden. Diesen Account habe ich eh schon angelegt, als ich das Tablet quasi eingerichtet habe, um auch den Store zu nutzen, um dort Apps abzurufen, und kann jetzt ganz einfach hier ein neues Arbeitsblatt erstellen und kann damit jetzt so arbeiten, wie ich das auch mit meinem Excel zu Hause gewohnt bin. Kann hier meine Daten eintragen. So. Und kann daraus zum Beispiel jetzt ein Diagramm anfertigen. So, markiere ich das Ganze, sage einfügen, so ein Liniendiagramm, relativ einfach, und schubsdiwupps erstellt er mir auch ein Liniendiagramm. Ich kann hier auch Summenfunktionen nutzen, auch weitere Funktionen. Das geht alles ganz, ganz problemlos. Das Einzige ist dann wirklich so Pivot oder so wirklich fortgeschrittene Funktionen, die diese App halt nicht unterstützt. Dafür brauche ich dann wirklich die Desktop-App. Aber so für den normalen Hausgebrauch völlig ausreichend. Das Ganze hier wieder schließen. Also hier wirklich für den produktiven Einsatz auch problemlos möglich. Ich kann natürlich auf dem Tablet auch das volle Office-Paket installieren, das funktioniert auch. Das ist auch weitestgehend hier schon getan. Das heißt, ich kann sie über diese Kachel hier unten einrichten. Benötige dann natürlich nur irgendwie eine Lizenz von Microsoft, um das auch tun zu können. Ja, so viel zum produktiven Einsatz des Pentatab 9. Kommen wir nun zu der Spielefähigkeit. Und da zeige ich dann, wie das Ganze mit den Games auch wirklich wunderbar flüssig auch auf diesem kleinen Tablet läuft. So, hier habe ich jetzt einmal das Modern Combat 5 gestartet. So ein 3D-Shooter mit Tablet-Betriebsfunktion, ist ja nicht so ganz trivial. Sehe ich hier wirklich ganz schöne 3D-Animationen und so. Kann jetzt hier wirklich auch, die Steuerung ist so ein bisschen auf Tablet halt ausgelegt. Also nicht so, wie man das von einem PC kennt. Schon okay. Kann jetzt hier wirklich zielen und feuern, aber wirklich von der Grafik her zeigt das ganz schön, was wirklich das Tablet auch leisten kann. Also wirklich sehr schön und wirklich also 3D an einem Tablet auch möglich. Ich kann es nicht besonders gut, aber zur Demonstration soll das hier mal ausreichen. Neben Apps kann ich natürlich auch Desktop-Applikationen hier laufen lassen. Dazu wechsle ich jetzt einmal wieder in den Desktop-Modus und starte einmal Hearthstone. Das ist ein Spiel von Blizzard, ein Kartenspiel, jetzt kann man sagen, ne, Kartenspiel, na klar, warum soll das hier nicht laufen? Es ist relativ aufwendig von der Grafik, das heißt also, die Animationen, wenn ich solche Karten ausspiele und so, sind wirklich sehr hübsch gemacht, und dafür benötigt das Tablet dann tatsächlich auch einiges an Rechenpower auf der Grafik. Und jetzt starte ich einmal das Spiel
Und dann sehen wir schon relativ schnell, dass es grafisch recht aufwendig ist. So. Startvorgang läuft. Und das Spiel ist ein Online-Spiel, wo ich wirklich gegen andere wirkliche Personen spiele. Das heißt also nicht irgendwie gegen den Computer. Sodass wir gleich noch eine kleine Wartezeit haben, bis ich einen Gegner gefunden habe. Gerade die Verbindung zum Blizzard-Server aufgebaut. Und sobald die steht. Ha, nehmt Platz, wenn ihr welchen finden könnt. So. Genau. Kann ich hier loslegen. Und kann jetzt einfach sagen, okay. Spiel starten. Jetzt wird ein Gegner gesucht. Irgendwo auf der Welt. Gegen den ich dann quasi mit meinem Kartendeck Hearthstone spielen kann. So, Gegner ist jetzt gefunden. Dann wird die Animation hier immer etwas langsamer. So. Und dann startet schon das Spiel. Garrosh gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Wir haben verteilt. Ja, passt schon. So. Sortiere das hier einfach mal. Jetzt müsste der Gegner auch noch seine Karten auswählen. Ich hoffe, der ist jetzt hier mal zügig zugange. Ja, geht los. So, jetzt hier sieht man schon die schönen Animationen, wie das Ganze hier wirklich sehr, sehr flüssig läuft. Jetzt ist der Gegner dran. Ich warte darauf, dass er eine Karte spielt oder halt auch das Spiel abgibt. Ah, er spielt eine Karte. Und wirklich schön die Animation und wirklich ohne Ruckler, ohne Zucker. So, das hier auch gleich weiter, das Spiel. Ja, können wir an dieser Stelle, denke ich, hier auch mal abbrechen. Was ihr wollt. Zur Demonstration soll das tatsächlich reichen. So, das Ganze schnell, ups, enden. Dann komme ich wieder zurück auf den Desktop. Ja, das soll es soweit gewesen sein zu der Spielefähigkeit. Jetzt haben wir wunderschön gesehen, wirklich von der Videowiedergabe, also im Entertainment-Bereich, über Produktivität, wieder zurück zum Entertainment, zu den Spielen, ist dieses Tablet tatsächlich ein echter Tausendsasser. Das heißt also wirklich in vielen Bereichen ist dieses Tablet einsetzbar und hat hier wirklich seine Leistungsfähigkeit wunderbar demonstriert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie die nächsten Videos auch wieder schauen.